Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Cool, dass ihr da seid. Hey, gehen wir mal drauf ein auf das Thema Ausstattung von einem MTB, EMTB. Vor allem vielmehr auf das Thema Pedalen und Handgriffe. Dazu habe ich mal ein bisschen umgeschaut, da ja so ein Fahrrad, wenn es out of the box kommt, oftmals ohne Pedalen geliefert wird. Im Regelfall immer. Außer euer Bikeshop macht halt irgendwas drauf. Und dann muss ich mir halt immer überlegen, was ich mir für ein Pedal, für welchen Fahrertyp einfach auch gönnen möchte. Ich habe jetzt mal zwei Produkte hier, da schauen wir auch im Laufe der Folge drauf, für wen die ich eigentlich ein ganz klein bisschen sehe. In beiden Fällen von Tatze Components einmal die richtig coolen blauen Sport Grip Griffe, die auch von der Farbe, die Pedalen, die auch in blau sind, das Connect CNC. Dementsprechend zu meinem Conway Xyron S49er relativ gut passen, weil es auch diesen Gold-Blau-Schimmer hat. Klar ist ein farbiger Akzent, das darf es aber auch definitiv sein. Schauen wir einfach mal das Unboxing rein, wie man es geliefert bekommt. Fangen wir mit den Pedalen einfach mal an. So, das Kontakt CNC. Unboxing ist übertrieben, ist einfach eine coole Pappschachtel und cool schon deswegen. Thema Nachhaltigkeit, man kann es dann einfach entsorgen, kein Plastik dabei. Schon mal da dafür 5 Däumchen nach oben an. Tatze Components für den Umweltgedanken. Drin sind einmal die zwei Pedalen, klar an rechts und linkes, das ist auch ganz wichtig, klar. Und noch ein bisschen Zubehör, noch hier ein kleines Päckle mit weiteren Pins. Wenn der Beutel jetzt auch noch aus Papier gewesen wäre, dann würde ich sagen, sind es dann gleich mal 10 von 10 Punkten am Thema Nachhaltigkeit. Soweit haben wir hier die beiden Pedalen mit Ersatzpins. Also wenn man einfach da mal auch den Pin einfach abreißt, beim Fahren, wenn man hängen bleibt, das kommt ja auch vor, dass man da halt einfach auch ein bisschen mehr oder halt nochmal die Möglichkeit hat, den Pin einfach auszutauschen. Dann haben wir noch die beiden Handgriffe dabei. Die sind zum Auspacken wahrscheinlich sehr entspannt. Die werden wir auch gleich am Rad montieren. Das ist auch eine richtig coole Geschichte. Holen wir sie mal raus, da haben wir sie. Und da haben wir dann diese beiden Handgriffe von der Säge Sport Grip. Für mich auch ein Handgriff, wo ich sage, wirklich mal ganz cool, hat ein bisschen Ergonomie dabei. Und da muss man auch mal schauen, wie es gerade in der Zukunft ein ganz klein bisschen einlässt. Deswegen lasst schon mal ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen hier auf dem Kanal zum Thema, was wurde eigentlich aus dem Thema Ausstattung, aus dem Thema Klamotten und. Ein ganz wichtiges Thema. Warum diese beiden Dinge? Muss mir also im Klaren sein, wenn ich ein Mountainbike, sowohl mit oder ohne E, mehr oder weniger artgerecht bewegen möchte, dann gehe ich auch mal daraus in den Wald, ob ich das gleich in größten Trail schredden möchte oder. Oder einen Forstweg einfach mal im Downhill ein bisschen schneller nehmen möchte, dann habe ich halt zum Rad im Regelfall nur noch 2 Kontaktpunkte. Das sind einmal die Füße mit den Pedalen und einmal die Hände mit den Handgriffen oder halt der Lenker, je nachdem, was man sehen möchte. Und da habe ich halt das Problem, dass ich halt da nur die beiden Kontaktpunkte habe. Klar, fürs klassische Radfahren kommt aber Sattel dazu, weil ich halt auf diesem Rad dann auch drauf sitze. Wenn ich aber halt artgerecht mit dem Mountainbike unterwegs bin, komme ich sehr oft in die Stationen rein, dass ich halt den Sattel einfach mal verlasse, weil ich aufstehe. Und da brauche ich einfach genügend Kontakt und Grip auf meinem Pedal. Und das war auch wichtig, immer bevor wir uns ans Rad anschrauben gehen, einfach mal gucken gehen, was es dementsprechend soweit kann. Dass man halt auch guckt, bevor ich mir das coolste Trikot hole, die coolste Klamotten hole, ist, denke ich, immer der wichtigere Punkt, das Thema Pedale und das Thema Bikeschuh, zum Passen zu seinem Fahrstil, sich auch ein ganz klein bisschen auszuwählen, dass man halt auch genügend Kontakt auf dem Rad behält, vor allem auch für die, die im Winter fahren, sind so Flatpedals wirklich Gold wert, wenn halt mal wirklich nass, usselig oder sogar Schnee kommt, dass man da halt einfach genügend Grip auf dem Pedal hält. Jetzt gehen wir mal zurück, aber zum Thema von diesen beiden Komponenten, warum es auch die jetzt mal wurden. Einmal der Style-Faktor in Blau finde ich schon mal mega. Und für mich halt einfach auch Pedale, die aus einem Aluminiumkörper gefräst sind, vom Stabilitätsfaktor her finde ich richtig wichtig, vor allem auch für Fahrer, die dann mal im Gewichtsbereich landen, wie jetzt ich, ü 90 Kilo, wo man dann halt auch damit genügend Gewicht abfangen muss. Da muss man auch mal schauen, die Pedale wirklich für unterschiedliche Gewichtsklassen, dass man halt auch die Pedale in der passenden Ausführung kauft. Wenn ihr euch die zwei Sachen gönnen wollt, unten in der Beschreibung könnt ihr sie einfach mal auschecken. Da habe ich natürlich wie üblich auch komplett einfach mal verlinkt. Die Besonderheit, die Griffe ist klar, gibt es einen linken und einen rechten Griff, haben wir halt einfach auch das Thema Ergonomie mit drin. Das gucken wir uns aber gleich separat am Rad nochmal an. Bei den Pedalen haben wir einen coolen Vorteil, wenn ich die Pins mal aus einem rausdrehe. Dann können wir uns
so einen Pin einfach mal aus der Nähe klein ein bisschen anschauen. Und dann haben wir an dem Pin nämlich einen riesen Vorteil dran. Da gibt es eine lange und eine kurze Seite. Und genau das ist schon der Punkt, wo ich sagen muss, das macht schon einen riesen Unterschied. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt das Bikeschuhe, wo ihr einfach aufgrund von der Profilhöhe einfach einen längeren Pin braucht, dann könnt ihr halt einfach da damit den längeren Pin, also die längere Seite, einfach reinschrauben. Oder wenn ihr sagt, ich habe Bikeschuhe, die einfach auch im kürzeren Pin super gut klarkommen, weil es halt einfach, ich würde sagen, ein klassischer 510 Freerider mit Dotti-Sohle kommt mit diesem kurzen Pin super, super gut klar, gar keine Frage. Habe ich jetzt aber einfach mal einen anderen Schuh, wo ich einfach aufgrund der Profilhöhe einfach ein bisschen mehr Kontaktfläche brauche, dann kann ich einfach den längeren Pin reinschrauben oder die längere Pinseite rausstehen lassen, so rum. Und dann habe ich halt auch die Möglichkeit, da einen Pin zu haben, wo dann eigentlich jeder Bikeschuh mit jeder Profiltiefe mega cool funktioniert. Aktuell habe ich jetzt mal die kurze Seite draufstehen lassen, weil für meinen Zweck muss ich ganz klar sagen, ich fahre im Regelfall viel 510s. Das ist alles soweit ganz okay. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn man in den Bereich reingeht, jetzt vielleicht als klassischen Bikeparkschuh weniger und geht in den Bereich von einem Van, wo man eine tiefere Sohle hat, könnte ich mir auch vorstellen, einfach die Pins mit der längeren Endung einfach rausstehen zu lassen. Das ist aber so ein Thema, wo ich sagen muss, auch wieder später auf das Thema, was wurde eigentlich aus? Da können wir mal auschecken in 1, 2, 3 Monaten, wo ich da einfach stehen geblieben bin und was ich für mich persönlich da rausgenommen habe oder welche Seite ich genutzt habe. Was auch jetzt mehrere Monate mal fahren, um einfach euch da auch ein bisschen auf dem Laufen zu halten, ein bisschen mit dem Thema Erfahrung. Wenn wir es ans Rad montieren müssen es haben wollen, dann haben wir vom Prinzip ein bisschen Werkzeug vonnöten. Den kleineren Imbus hier mit 2 mm brauche ich, um die Pins zu wechseln. Dann brauche ich noch einen Imbus mit 3 mm für den Quast, für die Griffe, die ich am Lenker dementsprechend montieren will. Ein 6er Imbus, um die Schrauben zu lösen an den Pedalen. Und noch ein bisschen Montagefett, dass man halt einfach damit auch die Gewinde ein klein bisschen nachfettet, dass man halt die auch wieder nach Monaten oder Jahren auch wieder herausbekommt. Weil sonst haben wir ein Riesenproblem, wenn man die nicht wirklich gescheit einfettet, dann backen die oder korrodieren die so brutal fest, dass die halt einfach kaum noch raus wollen aus dem Rahmen. Und man dann irgendwann im Problem steht und sagt, okay, ups, es braucht richtig Kraft, um das Thema herauszukriegen. Auch Thema Werkzeuge habe ich euch unten verlinkt, die könnt ihr euch unten einfach nochmal auschecken. Zum Thema Montagefett, da habe ich jetzt hier eins von TuneUp Sports, hat für mich den mega Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich hier oben drauf so einen kleinen Spender habe, wo ich es rausdrücken kann und ich nicht diese Riesensauerei habe. Und somit können wir jetzt ganz chillig, schon bevor wir ans Rad rübergehen, hier das Gewinde einfach mal mit einer kleinen Fettwurst versehen. Einmal. Und dann habe ich nämlich nachher am Rad beim Schrauben definitiv ein viel, 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 viel einfacheres Leben. Noch eins, diese Pedale haben immer ein rechts und linkes Gewinde. Macht irgendwie Sinn, dass ihr pedalieren, euch die Pedale quasi automatisch zudreht, falls ihr dann doch mal das nicht ganz fest angezogen habt. Thema Drehmomente, schauen wir gleich drauf, wenn wir drüber ans Bike gehen, dann gucken wir uns auch die Geschichten einfach nochmal an. Wie gesagt, alle Produkte unten verlinkt, könnt ihr alle mal auschecken. Let's go, rüber ans Rad und dann schaut man sie mal an. Zum Lösen der Pedale ist ein ganz einfacher Trick, sich zu merken, wie man sie löst. Ist einfach immer, wenn ich jetzt quasi mit dem Schlüssel zum Rahmen nach oben ziehe, auf beiden Seiten, kann ich das Pedal relativ einfach lösen, wenn es gut vorgefettet wurde. Zum Thema dreckiges Fahrrad, ich bin gerade eben hergefahren hier zum Studio, deswegen vom Prinzip nicht dran stören und auch keine Kommentare schreiben, weil ich putze mein Fahrrad jetzt nicht jeden Tag, sondern einmal in der Woche reicht mir dann auch aus. So, dann lösen wir die Pedalschrauben. Die können bei euch auch schwerer aufgehen, ich habe es schon vorgelöst. Dann schrauben wir sie raus und dann haben wir halt ein linkes und ein rechtes Pedal und da schauen wir jetzt einfach mal drauf, dass das auch soweit alles passt. Aber ich glaube, das haben wir schon relativ entspanntes Leben. Einmal. Zum Montieren haben wir jetzt hier auch draufstehen, ein L für links. Macht irgendwie Sinn. Und dann gehen wir jetzt, na, bleibst du da? Und dann gehen wir jetzt einfach hierher und suchen unser Gewinde erstmal raus. Dass es greift. Jetzt greift's. Und dann halt wieder von hinten auf Drehmoment einfach festziehen. Drehmomente könnt ihr im Regelfall in eurer Bike-Anleitung entnehmen und oder von eurer Kurbel. Kann ich keine pauschalen Zahlen sagen, werde ich auch keine sagen, weil es sich bei jedem Rad da ein klein bisschen anders verhält.
So, und dann ziehen wir sie fest und dann können wir auch schon loslegen mit der nächsten Seite noch zu montieren. Das rausdrückende Fett hier einfach nachher ganz wichtig mit dem Lappen abnehmen, dass er euch kein allzu großes Dreck fängt. So, keinen allzu großen Dreck fängt in diesem Fett. So, Seite 1 ist montiert. So, Pedal ist montiert. Noch ein Gedanke, was auch vielen oftmals auffällt. Diese Pedale, die hochwertigen, die haben alle einen Lauf, dass sie nicht unbedingt komplett frei durchdrehen. Sehen wir es auch hier, hat immer wieder irgendwo stehen. Hat einfach auch den Sinn, einmal wenn ich im Straßenverkehr mit so einem Pedal fahre, also ob es egal ist, ein Mountainbike oder ein normales Pedal ist, schaut mal nach. Sobald sich nämlich ein Pedal zu frei drehen lässt, hat er die Neigung dazu, dass er an der Ampel, wo er steht, das Pedal sich einfach zurückdreht auf die Schwerkraftposition. Und ihr müsst quasi zurückholen mit dem Schuh wieder, wo ihr es halt haben möchtet. Habt ihr ein Pedal, wo klein ein bisschen schwergängiger ist, also das ist ja minimal, die haben wir auf hohem Niveau, dann habt ihr halt jetzt den Vorteil, dass das Pedal auch da bleibt, wo ihr es verlassen habt und ihr könnt dann auch wieder ganz entspannt darauf treten und die ganz normale Fahrt wieder fortsetzen. Jetzt haben wir noch Seite 2 zu montieren und dann gehen wir an den Lenker. So, dann gehen wir mal an das Thema Griffe montieren. Wo so ein Griff abnimmt, denke ich, ist völlig logisch. Einfach mit dem Imbus, in meinem Fall ist ein Dreier, die Schraube lösen und einfach runterziehen vom Lenker. Und da schaut, dass alles dann drunter sauber ist, ist arg uselig, macht Sinn, es einfach auch noch kurz zu putzen. In meinem Fall ist völlig okay. So, und dann haben wir jetzt unsere Griffe. In dem Fall den Tazze Components Sport Grip. In links und in rechts, klar, und hier drauf Newtonmeter, 3 Newtonmeter Anzugsdrehmoment, um den Griff einfach zu befestigen. Das macht auch irgendwie Sinn. Dann schiebt man einfach mal bis einen Schlag drauf. So. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen Ergonomie-Thema drin, wo man sieht, man hat so eine gewisse schöne Form, wo auch der Daumen drin liegt. Da müsst ihr es halt auch ein bisschen gucken, je nachdem, wie halt eure Fahrposition ist, dass er halt auch diese Ergonomie am Leben haltet, dass er halt wirklich hier das auch sauber vom Reingreifen her in den Griff bekommt. Und dann macht es schon richtig, richtig Bock. Soweit so okay, könnte bei mir jetzt mal passen. Ich kann noch ein bisschen nachjustieren nachher, wenn ich merke, dass einfach diese Kante, wo die Hand der Handballen ein bisschen aufliegt, verändert werden muss. Das entscheide ich dann nachher nach der ersten Probefahrt nochmal. Macht für euch einfach auch Sinn. Und die Schraube einfach anziehen auf 3 Newtonmeter mit Drehmoment. Und die Sache passt auch dahingehend schon. Jetzt haben wir einen rechten Griff, das denke ich selbsterklärend. Von der Fahrerseite quasi sieht mir recht schön einfach diese Struktur, diese Ergonomie, dass ich quasi jetzt hier oben den Griff habe, wo ich jetzt meinen Hand auflegen kann, wo der Daumen quasi nach unten rüber geht und ich auch das Thema Ergonomie hier unten für die Finger drin habe, dass ich quasi meine 4 Fingerkammern quasi habe, wo die auch reingreifen dürfen. Finde ich eine ganz entspannte Geschichte. Ich freue mich auch drauf, nächsten Monat das echt Probe zu fahren, dass wir gucken können, wie hier auch sich die Sache so verhält mit dem Thema coole Ergonomie. Ja, macht echt Bock. So, Pedale und Griffe sind am Rad dran. Ich finde es einen super coolen Farbakzent und man darf ja auch mal an einem Rad vielleicht mal das ein oder andere farbige und ein bisschen auch vielleicht auffälligere Accessoire haben. Vor allem jetzt, wenn es passt zum Blauen am Rad, ganz, ganz cool, richtig schön. Noch ein Wort zu diesem Thema Ergonomiegriff und das Thema Allheilmittel mit einschlafenden Händen und oder auch zum Thema vielleicht, verkrampfteres Fahren. Schaut mal danach, der Ergonomiegriff ist nur eine Wahrheit zum Thema entspannteres und schmerzfreieres Fahren, sondern guckt auch mal nach, wenn es auch nicht gern gehört wird, das Thema Chormuskulatur, Thema Unterrücken, sage ich nur, ist ein wichtiges Thema. Wenn ich halt immer die volle Kraft auf meinen Händen oder volle Gewicht auf meinen Händen vorne belaste, dann wird es mir irgendwann wehtun. Deswegen ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen Rücken trainieren, das ist kein Fehler, dass man halt einfach auch mal entspannter und die Hände entlasten kann auf dem Rad und dann halt auch schmerzfreier fährt. Wie hat mal ein Rad-YouTuber gesagt, so der Eiswaffelgriff, ihr solltet die Lenker so anfassen, wie wenn ihr eine Eiswaffel anfasst, dann habt ihr auch dahingehend vielleicht die ein oder anderen Probleme weniger. Von mir jetzt mal relativ frei übersetzt. Produkte, die dabei sind, könnt ihr einfach nochmal unten alle auschecken, sowohl die Montagewerkzeuge als aber auch die Griffe und die Pedalen an sich. Und dann lasst noch ein Abo da und noch ein Like da bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch riesig. Macht's gut und bis dann. Ciao.